Lebensmittelindustrie. Tag für Tag macht sie das Unmögliche möglich. Sie backt Brot, das wochenlang frisch und luftig bleibt. Sie produziert mehr Erdbeerjoghurts, Erdbeereiscremes, Erdbeermarmeladen, als es überhaupt Erdbeeren auf der Welt gibt. Und sie verkauft Chips mit eingebautem Suchtfaktor. Und jetzt wird Geld verdient. Welcher geniale Trick steckt in der Apfelschorle? Pures Gold aus Äpfeln. Und was macht süße Cremes gleichzeitig luftig und haltbar? Wie man sehen kann, das ist hier keine saubere Angelegenheit. Dieser Mann weiß, wie es funktioniert. Sebastian Lege arbeitet als Produktentwickler für die Lebensmittelindustrie. Für ZDF Zeit nimmt er die beliebtesten Lebensmittel der Deutschen genauer unter die Lupe und verrät die Tricks der Lebensmittelindustrie. 25.000 Artikel hat ein großer Supermarkt im Sortiment. Tag für Tag, das ganze Jahr. Unabhängig von Witterung und Jahreszeiten liefert die Industrie alles, was uns schmeckt. Billig und in schier unerschöpflichen Mengen. Bei manchen Snacks kann man sich kaum bremsen beim Essen. Chips sind das Paradebeispiel. Na, bekommen Sie auch gerade Appetit? Dahinter steckt Trick Nummer 1. Die geheime Fressformel. Stapelchips. Genialer Trick der Industrie, oder? Lecker, rund, ein bisschen Kartoffel, tolle Gewürze. Fängt einmal an, man hört nicht mal auf. Was macht uns so gierig auf diesen kleinen, knackigen Snack? Schon im Design sind Stapelchips wahre Meisterwerke der Verführung. Anatomisch perfekt geformt, um Zunge und Gaumen zu schmeicheln. Alle genau gleich groß, und zwar exakt so groß, wie es der Durchschnittsmund verlangt. Und noch etwas ist anders als bei normalen Kartoffelchips. Die Zutaten. Und jetzt meine ich zumindest, zu wissen, was da reinkommt. Jedenfalls keine Kartoffelscheiben, sondern standardisierte Industrierohstoffe wie Reismehl, Stärke und, ja, Kartoffelflocken. Gefriergetrocknet. Das alles zu einem homogenen Teig vermengt. So ist es möglich, unabhängig von der Kartoffelernte, immer genau gleich schmeckende Chips herzustellen. Mehr noch. Durch die Zutaten im Teig können die Hersteller genau bestimmen, wie braun, wie knusprig, wie aromatisch das Produkt wird. Und ihm, wie hier mit einem maßgeschneiderten Werkzeug, die perfekte Form geben. Wie man sehen kann, unser Stapelchip hat so ungefähr schon die Form, aber es fehlt ja noch diese kleinen charmanten Flügelchen, die sich so richtig schön um unsere Zunge legen. Dafür habe ich eine pfiffige Form gebastelt. Blubber, blubber, blubber. Ich hoffe mal, das ganze Wasser, was wir in den Teig eingearbeitet haben, wird jetzt rausgebacken und unser Stapelchip wird so richtig schön kross. Kross heißt krachig. Produktentwickler wissen, wie sehr das Geräusch zum Genuss beiträgt. Da haben Chipskunden klare Vorstellungen. Und kracht Leges Teigpressling wie ein richtiger Kartoffelchip? Die Spannung steigt. Und na bitte, in der Frittierform steckt ein gut gebräunter, appetitlicher Kartoffelchip. Paprikapulver drauf und dann ab damit zur Qualitätskontrolle. Hört ihr, wie es kracht? Es hat funktioniert. Knusprig, rund, lecker. Man kann nicht mehr damit aufhören. Das Aroma, die anatomisch optimierte Form und das knusprige Krachen sind wichtige Gründe dafür, dass Chipsessen regelrecht süchtig macht. Aber der grundlegende, geheime Suchtfaktor liegt woanders. Wissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg sind genau dieser Frage nachgegangen. Eher durch Zufall stellten sie fest, auch Laborratten essen gerne Chips.
Damit war der Forschergeist von Dr. Andreas Hess und seinen Kollegen geweckt. Die Wissenschaftler wollten wissen, erliegen auch die schlauen Ratten der Verführung durch Kartoffelchips? Dabei machten sie die entscheidende Entdeckung. Immer wenn Chips zu 35% aus Fett bestehen und zu 55% aus Kohlenhydraten, verfallen die Ratten in einen regelrechten Fressrausch. Wir haben herausgefunden, dass die Ratten genau die Mischung von Fett und Kohlenhydrate präferieren, was wir in den Chips von der Lebensmittelindustrie auch drin haben. 35% Fett, 55% Kohlenhydrate. Allein diese Nährstoffzusammensetzung ist im Laborexperiment verantwortlich dafür, dass die Tiere am liebsten Chips fressen. Der Geschmack spielt offenbar eine untergeordnete Rolle. Messungen im Computertomographen zeigen, dass der industrielle Idealmix im Rattengehirn ein wahres Feuerwerk auslöst. Und die Auswirkungen aufs Verhalten kann Dr. Hess genau beobachten. Sind Chips in der Nähe, handeln die Tiere wie ferngesteuert. Sie fressen ungehemmt, bis der letzte Krümel verputzt ist. Und wir kennen das letztendlich von uns auch. Wir stehen abends nach dem Abendessen auf, sind eigentlich gesättigt, wir gehen an den Fernseher, wir öffnen die Tüte Chips, der Film ist aus und wie ein Wunder passiert es, dass die Chips-Tüte auch leer gefuttert ist. Ist die 35-55-Formel eine Geheimwaffe der Lebensmittelindustrie, um uns hemmungslos zu machen? Die Forscher wiederholten ihre Messungen mit menschlichen Probanden. Chips essen im Dienst der Wissenschaft und dann ab in die Röhre. Tatsächlich. Auch beim Menschen lösen Chips unmittelbar etwas im Gehirn aus. Die Aufmerksamkeit steigt. Zentren für Belohnung und Suchtverhalten werden aktiv. Ein Relikt der Evolution? Für Urmenschen war es sinnvoll, bei nahrhaftem Essen mal richtig maßlos reinzuhauen. Denn meist gab es nur karge Kost. Heute im Überfluss von Fett und Kohlenhydraten schadet diese Fressrauschautomatik viel mehr, als sie nutzt. Doch wir verhalten uns wie dressiert. Schon das Bild von Chips lässt uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist das Eigentliche, was so ein bisschen dahinter steht, dass wir aufgrund dieser Nahrungsmittel veranlasst werden, mehr zu essen, als unser normales Sattheitsempfinden eigentlich uns vorgeben würde. Und das birgt potenziell immer gesundheitliche Risiken. Ob Pommes, Tiefkühlpizza oder Eis, überall findet sich die magische Fressformel 35% Fett, 55% Kohlenhydrate. Sicherlich keine fiese Erfindung der Industrie, sondern einst ein cleverer Trick der Natur, der sich aber heute leicht zum Geldverdienen ausnutzen lässt. Ebenso profitabel ist das Tricksen mit Würze. Es ist verblüffend. Industrieware schmeckt oft viel besser, als der Preis vermuten lässt. Möglich macht das eine Zutat namens Würze. Geschmacksverstärker wie Glutamat sind zwar unbeliebt, doch versteckt in wohlklingenden Zutaten wie Hefeextrakt finden sie sogar in Bioware Verwendung. Vor allem bei Fertiggerichten. Dank Industriewürze schmeckt auch minderwertiges Fleisch lecker. Zum Beweis fordert Sebastian Lege den Sternekoch und Fleischexperten Frank Buchholz zum Grillduell. Frank! Sebastian, alter Rocker, du. Der Lebensmitteltechnologe behauptet, er bekommt das Billighuhn vom Discounter genauso lecker hin wie der Spitzenkoch sein Edelgeflügel. Meine Großmutter war eine Metzgersgattin, die hat immer gesagt, günstige Mädchen taugen nichts. Ja. Und da sage ich hier, diese Weiber, die sind meiner Meinung nach nichts wert. Ne? Aber ist natürlich auch das mal eine Preisfrage. Ne? Was kostet dein Hühnchen im Kilo? Bestimmt deutlich teurer als das, das geht ja auch nicht anders. Sag mal nur einmal, zweimal, dreimal teurer, das wird mir ja schon reichen. Ich würde sagen viermal teurer. Viermal teurer? Ja. Heißt im Klartext, so ein französischer Luxusgockel kostet mit Haut und Knochen über 12 Euro pro Kilo. Sebastian Leges pure Hühnerbrust vom Discounter gibt's dagegen für weniger als 4 Euro pro Kilo. Klar hat das Fleisch nicht dieselbe Qualität. Doch diesen Nachteil sollen nun bewährte Industriezutaten wieder ausgleichen. Als da wären Wasser, Salz,
flüssiges Raucharoma für die Grillnote und natürlich Hefeextrakt für einen intensiveren Fleischgeschmack. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Hefeextrakt. Ist denn so nach Glutamat die nächste Erfindung gewesen, um den Leuten so einen vollmundigen Geschmack zu erzeugen? Man kennt das aus dieser kleinen Flasche, die ganz gerne zur Erbsensuppe gereicht wird. Was kostet so ein Kilo Hefeextrakt? Nicht so teuer. 3 Euro. Bisschen Wasser und ein bisschen Rauchöl, ne? Ja. Also falls du mal Kosten optimieren musst. Konzentrierte Würze. Fleischgeschmack ohne Fleisch. Die Erfindung dieses Prinzips war so etwas wie der Big Bang der Lebensmittelindustrie. In den 1850er Jahren erfindet Justus von Liebig ein Verfahren, aus Fleisch konzentrierten Extrakt herzustellen. Ein riesiger Verkaufserfolg. Doch dann macht ein junger Schweizer namens Julius Maggi die Entdeckung seines Lebens. Das gleiche Verfahren funktioniert auch mit Getreideschrot. Stundenlang gekocht, in Salzsäure zersetzt, mit Natronlauge neutralisiert. Heraus kommt eine salzige Brühe mit herzhaft fleischigem Geschmack. Ganz ohne teures Fleisch. Für Millionen Menschen ein riesiger Fortschritt. Heute eine Zutat, mit der die Industrie Fleisch aus Massenproduktion geschmacklich aufpeppt. Damit sie ihre Wirkung optimal entfaltet, spritzt Lege die Flüssigwürze ins Fleisch. Ein beliebter Trick, um neben Geschmack auch zusätzliches Gewicht und damit mehr Profit zu erzielen. Ja. Sternekoch Frank Buchholz sieht's mit Grausen. Seine Gäste erwarten da schon mehr. Das sieht auf jeden Fall nicht unbedingt vielversprechend aus, das Fleisch, wenn ich das mal sagen darf. In der Edelgastronomie zählt naturgemäß nicht der günstige Preis, sondern das Besondere. Und dazu gehört für Frank Buchholz auch die Haltungsform der Tiere. 120 Tage hatte sein Huhn Zeit, zu wachsen und schmackhaftes Fleisch zu entwickeln. 4-mal mehr als Hühner aus dem Schnellmastbetrieb. Deshalb vertraut Buchholz voll auf den natürlichen Geschmack. Mehr als eine ordentliche Prise Salz braucht sein Vogel nicht. Dann kommt er, so wie er ist, auf den Grill. Jetzt möchte ich mal sehen, was du jetzt da so drauf hast, ne? Wie das so weitergeht mit der ganzen Spritzerei. Ja, das wird gleich noch spannend. Das kann man wohl sagen. Denn Sebastian Leges sogenannte Grillhühnchen bekommen niemals einen Grill zu Gesicht. Stattdessen garen sie bei 120 Grad im Ofen, damit möglichst viel vom aufgespritzten Gewicht erhalten bleibt. Tada! Hä? Und? Ja, was und? Das hat mit Grillen nichts zu tun, das sieht traurig aus. Aber der Produktentwickler ist ja auch noch längst nicht fertig. Schritt 1 zur Grilloptik aus der Retorte, Paprikafarbe. Schritt 2, Brandspuren. Nur eine Sache von Sekunden. Fehlt nur noch das Grillmuster. Aber für Sebastian Lege gibt es nichts, was sich nicht im Schnellverfahren imitieren lässt. Zeit ist Geld. Entschuldige, aber jetzt zeige ich dir mal, wie Geflügel aussieht, wenn es ganz normal ohne Theater zubereitet wird. Und wenn ich das jetzt vergleiche, was ja nicht wirklich vergleichbar ist, guck dir das mal an. Lege ahnt es schon. Das Luxushuhn schmeckt auch ohne Würzhilfe lecker. Schön. Na, das wird ja mal ein Fest heute hier. So einfach, wie es aussieht, ist es nicht. Denn ohne die Erfahrung eines Grillprofis kann das auch schief gehen. Ja, aber ich sag mal, das Problem ist ja meistens, bei so einem ganzen Tier, sensorisch oft die Brust zu trocken und die Schenkel noch nicht durch. Aber es geht nur um den Geschmack. Einfach, das schmeckt ja, nach glücklichem saftig Huhn. Saftig ist doch lecker, gehört doch zum Geschmack. Das schmeckt erstmal nach glücklichem Huhn. Oh, du liebe Güte, da brauchst du eine Kreissäge. Ob das mit Flüssigwürze aufgepumpte Industriehähnchen da mithalten kann? Sebastian Lege ist gespannt, wie Sternekoch Frank Buchholz sein Billighuhn findet. Wenn wir überlegen, wir haben jetzt bei mir Hefeextrakt drin, Salz drin, dann Raucharoma drin. Hätte schlimmer werden können. Nicht schlecht.
besser, als ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Ja, nicht schlecht. Und ich sag mal, der Durchschnittsdeutsche, der natürlich sehr fleischlastig ist, auch in seiner Ernährung, muss auf solche Produkte zurückgreifen, die dementsprechend auch... Also müssen tut er schon mal gar nicht. Ne? Wenn du das sein lassen würdest, dann hast du auch nicht das Problem, dass du so oft ein schlechtes Gewissen hast, wenn du einschläfst und dann dem lieben Gott nochmal sagst, ich grill zwar gerne, aber ich möchte doch lieber in den Himmel. Ja, richtig. Spitzenqualität hat auch ihren Preis. Doch günstige Produkte für geringere Ansprüche verkaufen sich einfach besser. Und dank Würze hat das Billighuhn sogar dem Sternekoch erstaunlich gut geschmeckt. Soll man der Industrie vorwerfen, dass sie den Trick mit der Würze flächendeckend einsetzt? Vom Tomatenketchup bis zur Tütensuppe. Von der Salami bis zur Nudelsauce. Erlaubt und verbreitet ist Würze in Form von Glutamat und Hefeextrakt fast überall, wo es herzhaft schmecken soll. Für unverfälschten Genuss muss man schon genau aufs Kleingedruckte schauen und oft auch tiefer in die Tasche greifen. Nach so viel Herzhaften, Zeit für etwas Süßes. Und für den Gasbläschen-Trick. Herrlich sahnig und luftig locker. Milchprodukte schmecken besonders gut, wenn's cremig ist. Deshalb verwandelt die Industrie Quark, Pudding und viele andere Desserts gerne in einen herrlich leichten Schaum. Selbst Frischkäse mögen viele in der aufgeschäumten Variante am liebsten. Und Füllungen von Riegeln oder Schnitten kommen beim Kunden auch nur gut an, wenn sie schön fluffig sind. Und der Trick für jede coole Creme ist einfach nur ein bisschen Gas. Sebastian Leges Creme soll später nach dem Aufschäumen möglichst lange stabil bleiben. Das erledigen Carrageen, Stärke oder Guarkernmehl. Als Sahnesteif mischte schon Oma sowas in die Schlagsahne. Aber hier geht's noch weiter. Nur Sahne zu nehmen wäre natürlich erstmal extrem teuer. Deswegen strecken wir mit Magermilchpulver und das liebste Streckmittel Wasser. Eigentlich könnte man jetzt einfach alles mit dem Schneebesen luftig schaumig schlagen. Doch Luft enthält Sauerstoff und der lässt die Masse in kurzer Zeit verderben. Die Industrie hat dagegen ein geniales Rezept. Und jetzt kommt unser kleiner Zaubertrick. Stickstoff, speziell für Lebensmittel, der nicht reagiert mit unseren anderen Zutaten, die wir gleich oben in unsere Säule kippen werden. Als Bestandteil der Luft ist Stickstoff völlig ungefährlich. In Reinform jedoch kann er uns ersticken. Stoppt dafür aber auch natürliche Zersetzungsprozesse in Lebensmitteln. In der Fabrik passiert das Aufschäumen mit Stickstoff in geschlossenen Systemen. Doch zur Demonstration des Verfahrens hat Sebastian Lege etwas improvisiert. Was für eine Schweinerei. Gas, hat man gesehen, hat die Masse richtig aufgepumpt bis nach oben. Tja, jetzt müssen wir den Schlauch noch befreien aus der Säule. Wie man sehen kann, das ist hier keine saubere Angelegenheit. Viel Creme aus wenig Masse. Und dank der unsichtbaren Zauberzutat Stickstoff ist die Füllung für Sebastian Leges Sahneschnitte im Kühlschrank nicht nur Tage, sondern mehrere Monate lang haltbar. Die Haltbarkeit ist für Kunden und Einzelhandel ein großer Vorteil. Sieht auf alle Fälle schon mal ganz gut aus. Schönes Verhältnis zwischen Boden und Creme. Auf alle Fälle noch nicht perfekt. Aber luftig locker. Auf alle Fälle. Bei Brot und Gebäck sorgen andere Helferlein für Fluff und Frische. Nirgendwo kommen mehr Zusatzstoffe zum Einsatz als in Teigwaren. Sie sorgen dafür, dass Brot nicht austrocknet und die Kruste immer perfekt gebräunt aus dem Ofen kommt. Sie stecken in fast jeder Backmischung, die heute in Bäckereien und Brotfabriken eingesetzt wird. Nur an die große Glocke hängt das niemand.
Die Hersteller haben die Wahl. Volle Transparenz oder trickreiche Zutatenlisten. Markus Messemer ist Bäckereiberater und Rezeptentwickler. Er kann uns zeigen, wie alltäglich bei der Zutatenliste von Backwaren getrickst wird. Dazu macht er mit uns in der Mannheimer Innenstadt einen Testeinkauf. Mehlwasser, Salz, Hefe. So sagen viele Handwerksbetriebe, aber auch Industrieunternehmen, mehr braucht unser Lebensmittel nicht. Gerade im Brotbereich. In Wirklichkeit sieht es aber doch deutlich anders aus. Die Industrie hat uns nach und nach eben Backmischungen an die Hand gegeben, die es erleichtert haben, solche Sachen herzustellen, die länger saftig waren, die einen besseren Frischeeindruck hatten, die ein schöneres Volumen hatten, die toller ausgesehen haben und so weiter und so fort. Und da kriegt der Verbraucher überhaupt nicht mit, was da drin ist. Ob Handwerksbäcker oder Industriebetrieb, der Großteil aller Backwaren wird mit Enzymen, Hilfs- und Zusatzstoffen hergestellt. Beispielsweise diese 4 Puddingbrezeln. Verschiedene Hersteller, alle mehr oder weniger handgemacht. Unser Insider verrät, was wirklich drin steckt. Seine Tafel reicht kaum aus, um alle Zutaten unterzubekommen. Die Liste bringt es auf 35 Positionen. Doch diese werden Verbraucher in dieser Form niemals zu Gesicht bekommen. Nee, so schreibt man das natürlich nicht drauf. Das wäre ja erschreckend. Da wird ja jeder Verbraucher sagen, oh, das geht gar nicht. Außerdem wird das Etikett ja schon gar nicht mehr reichen. Nee, da streichen wir jetzt einfach ein bisschen was raus. Da gibt es den sogenannten David Copperfield-Effekt des Lebensmittelrechts, die sogenannte Carry-Over-Regelung. Carry-Over heißt, laut Lebensmittelrecht müssen Hersteller nicht alle Zutaten angeben, sondern nur, was auch im fertigen Produkt noch wirksam ist. Stoffe, die während der Herstellung ihre Funktion verlieren, dürfen verschwiegen werden. Ob bei Backwaren, Joghurts oder Fertigpizza, der Trick klappt überall. Markus Messemer zeigt, was das für unsere Puddingbrezeln bedeutet. Streichen wir mal hier raus. Lecithine. Technologisch nicht mehr wirksam, also raus. Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, die sind auch weg. Komm gar nicht nach, wir löschen hier. Rund ein Drittel aller Positionen kann er nach der Carry-Over-Regel streichen. Für Kunden bedeutet das, selbst wer die Zutatenliste studiert, wird nie erfahren, was da sonst noch verbacken wurde. Erschreckend, oder? Realität, oder? Ja. Wenn all die Zutaten doch erlaubt und unbedenklich sind, warum trauen sich Handwerks- und Industriebäcker dann nicht, sie auch zu nennen? Weiter geht's mit optischen Tricksereien. In Düsseldorf wird Sebastian Lege in einem einfachen Experiment unsere Sinne prüfen. Der Wochenmarkt auf dem Königsplätzchen ist ein beliebter Anlaufpunkt für Feinschmecker. Perfekte Voraussetzung für einen Geschmackstest. Mit dem Topseller der Milchindustrie, dem Fruchtjoghurt, will Lege die Zunge der Marktbesucher auf die Probe stellen. Kleinen Joghurttest? Aber nicht dabei, klar. Sie sind der Herr? Schubknecht. Schuhknecht. Hallo, Frau Löser. Hallo. Kleinen Joghurt-Test? Ja. Ach, zu zweit? Ja, wir genau. Testen jetzt mal. Sehr gut. Bitte umdrehen. Der Test geht gleich los. Ohne das Etikett zu sehen, sollen die Tester die Geschmacksrichtung erkennen. Ananas. Das schmeckt man ja schon beim Hingucken. Aber auch, wenn's nicht dran steht. Das Bouquet erstmal ein bisschen anrühren. Ja. Genau, riechen. Ja. Mandarine. Mandarine ist schon mal ganz weit weg. Zitrone. Auch ganz weit weg. Dann ist das Mango. Super, noch mal falsch. Jetzt würde ich sagen Banane, ja. Aprikose. Für sich Maracuja. Lutz. Nee? Nein, auch das nicht. Nee. Lutz, es ist Ananas. Herrlich. Schmeckt aber.
Von 25 Testern hat kein einziger den Ananasgeschmack erkannt. Sebastian Lege will beweisen, dass dieses Resultat kein Zufall ist. Deshalb wiederholt er sein Experiment. Im Angebot diesmal Mango-Orange. Exotik mit Zitrusnote. Maracuja? Nein. Also in die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen. Ananas meinte ich, wäre es nicht? Mango-Ananas? Nee. Es könnte Quitte sein. Ich würde sagen, ich löse es auf. Ja, es ist Mango-Orange. Ach was. Ja. Okay, schmeckt auf alle Fälle sehr lecker. Hätte ich jetzt aber nicht rausgeschmeckt. Aber kann es tatsächlich sein, dass die Düsseldorfer ohne den Blick auf die Verpackung keinen einzigen Fruchtjoghurt am Geschmack erkennen können? Letzter Versuch. Pflaume Zimt. Zumindest Zimt müsste man doch rausschmecken. Erdbeer, würde ich sagen. Erdbeer ist relativ weit weg. Schmeckt genau wie Erdbeerjoghurt. Ich bin total irritiert. Wenn ich das jetzt sage, kommt ein ganz großes Aha in ihrem Gesicht. Pflaume Zimt. Ach, witzig, dabei liebe ich Zimt sogar. Das gibt's ja wohl nicht. Sind wir ohne optische Unterstützung wirklich nicht mal in der Lage, so markante Früchte wie Ananas oder ein Gewürz wie Zimt zu erkennen? Oder rührt die Industrie ein solches Einerlei von Aromen mit winzigem Fruchtanteil zusammen, dass man ohne Bilder und klingende Worte nie darauf käme, was das sein soll? Fest steht, Verpackungsdesign, Produktnamen und schicke Werbebilder sind im Konkurrenzkampf der Lebensmittelindustrie mindestens genauso wichtig wie die Rezepte. Kaum vorstellbar, welcher Aufwand beispielsweise hinter diesem Bild von einer Cola steckt. Sieht sehr lecker aus. Immer dann, wenn es ums Anlocken neuer Kunden geht, haben Menschen wie Tim Landsberg ihre Finger im Spiel. Der 48-Jährige ist Foodstylist und seit 20 Jahren im Geschäft. Es dauert Stunden stellenweise, manchmal einen ganzen Tag für ein Foto. Kein Wunder, denn jeder Wassertropfen muss einzeln an seine Position getupft werden. So lange, bis alles perfekt ist. Wassertropfen suggerieren Frische und Kühle. Ich möchte halt lieber auf dem Foto ein schönes, kühles Getränk sehen, wo Tautropfen drauf sind, wo ich schon sehe, wow, das ist eiskalt, das wird gleich meinen Durst löschen. Für die perfekte Illusion kommen noch Fake-Eiswürfel aus Plastik mit ins Glas. Sie haben den Vorteil, dass sie selbst im heißen Scheinwerferlicht nicht schmelzen. Jetzt vorsichtig eingießen und abwarten, bis er da ist. Dieser kleine Moment, in dem es im Sucher genauso aussieht, wie Verbraucher sich Cola vorstellen. Und nun wird es richtig trickreich. Tim Landsberg zeigt, wie man es hinbekommt, dass Speiseeis auf Packungen und Plakaten so wunderbar cremig aussieht. Zutat Nummer 1 ist diesmal kein Imitat, sondern echte Vanille. Zumindest für die Optik ist die unersetzlich. Doch das war's dann auch mit Originalzutaten. Denn was gleich wie Eis aussehen soll, ist in Wahrheit eine ungenießbare Knetmasse, die der Foodstylist aus Wasser und verschiedenen Bindemitteln anrührt. Das Eis, was jeder als Eis kennt, ist eigentlich gar kein Eis, weil diese Eisriffelung von der Eiskugel, die wir so als Eis wahrnehmen, das hat eigentlich ein Eis gar nicht über die komplette Kugel. Aber wir mögen es so, wir lieben es so und dementsprechend werde ich jetzt eine Eiskugel bauen, die genau diese Rifflung hat und man guckt drauf und sagt, hey, das ist ein Eis. Für Laien grenzt es beinahe an Zauberei, wie aus einer handwarmen, teigartigen Masse die Illusion von Eis entsteht. Jetzt nur noch die Kugeln wie zufällig übereinander stapeln, mit Wasser für ein wenig Glanz sorgen und fertig ist das Eismotiv für den Fotografen. Kein Wunder, dass Landsberg in der Branche so berühmt ist. Sein Imitat sieht für die meisten echter aus als das Original. Das geht so weit, dass die Arbeit von Foodstylisten bereits unser aller Vorstellung geprägt hat. Irgendwie haben sich diese Rillen uns bei uns im Gedächtnis so eingefräst, dass wir wirklich diese Rillen als Eis erkennen. Und sobald man die hat, hat man das Gefühl, es ist Eis.
Letztlich zählt für Lebensmittelhersteller einzig und allein, ob der Kunde sich für ihr Produkt entscheidet. Wenn sich die Konkurrenten im Supermarktregal schon kaum noch in Geschmack, Qualität und Preis unterscheiden, dann gewinnen Verpackung und Werbung immer mehr an Bedeutung. Bilder liefern Kaufanreize. Jetzt wird's klebrig. Beim Siruptrick. Apfelsaft ist der Lieblingssaft der Deutschen. Doch woher all die Äpfel für Saft und Schorle kommen, ist für Verbraucher nicht zu erkennen. Vom Bodensee, aus dem alten Land oder doch aus Übersee oder Fernost? Auf dem Etikett muss bei Saft keine Herkunft genannt werden. Eine Angabe fällt aber besonders häufig auf. Saft, Saft, Saft. Boah, was für ein Saftladen. Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat. Warum immer Konzentrat? Zunächst muss man verstehen, was das Wort Konzentrat überhaupt technisch bedeutet. Sind wirklich nur Äpfel drin? Damit unser Apfelsaft goldgelb bleibt und nicht trüb und braun wird, verpassen wir ihm eine Ladung Vitamin C. Vitamin C klingt nach Gesundheit. Hier geht es aber nur um die Haltbarkeit. Trotzdem würde der Saft höchstens ein paar Wochen halten. Schon unsere Vorfahren kamen deshalb auf die Idee, ihn zu Sirup einzukochen. Sirup ließ sich unbegrenzt lange lagern. Dasselbe Prinzip nutzt auch die Industrie. Lange Transportwege und Zeiten vom Erzeuger zum Kunden sind so kein Problem mehr. Anders als zu Omas Zeiten setzt man heute alles daran, möglichst viele der Vitamine und Geschmacksstoffe zu erhalten. Sebastian Lege demonstriert mit ein bisschen Physik, wie die Industrie das schafft. Einkochen unter Vakuum. Man sieht, das Vakuum hält, der Topf klebt am Deckel. Der Trick dabei? Durch den Unterdruck kocht und verdampft das Wasser schon bei niedrigen Temperaturen. Das schont hitzeempfindliche Inhaltsstoffe wie Vitamine und Geschmacksträger. Und das Eindampfen kostet weniger Energie. Man sieht jetzt schon nach so kurzer Zeit, dass die Flüssigkeit schon am Hin- und Herwirbeln ist. Und das bei 60 Grad, obwohl normalerweise erst alles ab 100 kocht. Ich würde mal sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mit dem abgesaugten Wasserdampf gehen leider auch leichtflüchtige Aromastoffe verloren. In der Industrie gewinnt man diese sogar aus dem Dampf zurück und fügt sie dem Konzentrat später wieder hinzu. Und das bleibt von 2 Litern Saft übrig. Ein duftender Sirup mit fast allem, was in Äpfeln steckt. Pures Gold aus Äpfeln. Weil es sich billig lagern und transportieren lässt, wird Konzentrat auf dem Weltmarkt gehandelt. Wir Deutschen trinken jährlich gut 80 Millionen Liter Apfelschorle aus chinesischen Äpfeln. Das sind 10% des Gesamtverbrauchs. Leichte Schaumkrone durchs Rühren, aber goldgelb und klar. Wow, es riecht vor allen Dingen so ein bisschen auch karamellig. Vielleicht kommt das auch, weil wir sehr extrem eingekocht haben. Aber trotzdem eine charmante Säure von dem Apfel. Ich finde es super lecker. Konzentrat. Einst ein hilfreicher Trick gegen das Schlechtwerden. Doch heute Grund dafür, dass in unseren Lieblingssaft sogar Äpfel aus China kommen. Obwohl Deutschland so reich an heimischen Apfelregionen ist. Im Handel zählt vor allem der Preis. Oft hilft deshalb nur noch Tricksen mit Billigzutaten. Chicken Nuggets sind wohl die bequemste Art, Huhn zu essen. Ständig müssen neue Varianten auf den Markt. Der Konkurrenzkampf ist groß. Da sind Produktentwickler wie Sebastian Lege gefragt. Was verlangt die Industrie von ihm, damit das Produkt später im Supermarkt ein Erfolg wird? Weil ein günstiger Preis der wichtigste Faktor ist, darf von der teuersten Zutat, dem Hühnerfleisch, kein Gramm verschwendet werden.
Bis auf die Knochen wird alles verwertet. Jeder Millimeter ist wirklich gefragt, weil nichts ist teurer wie gutes Protein. Das eigentliche Kunststück von Sebastian Lege und seinen Kollegen besteht darin, so wenig wie möglich von den hochwertigen und teuren Zutaten einzusetzen. Und zwar so, dass es trotzdem lecker schmeckt. Deshalb entscheidet er sich, das Hühnerfleisch mit Wasser und anderen Zutaten zu strecken. Und jetzt wird Geld verdient. Dazu brauchen wir jetzt noch ein bisschen Salz. Regt das Eiweiß an, damit dann ordentlich Wasser dran gehalten wird. Damit das Wasser überhaupt gehalten wird, brauchen wir noch einen schönen Löffel Phosphat. Das hält die ganzen Flüssigkeiten, macht es schön knackig. Bei Produkten mit zu viel Phosphat merkt man, dass die Innenseite der Zähne leicht stumpf wird. Ob Fertiggerichte oder Tiefkühlpizza. Mit Phosphat lässt sich der Wasseranteil und damit das Gewicht von Fleisch um bis zu 25% erhöhen. Und ein Viertel mehr Gewicht bedeutet für die Hersteller auch mehr Profit. Eine Füllung ist auch ein gutes Mittel, um das wenige Fleisch größer aussehen zu lassen. Frischkäse bildet die Grundmasse. Und für den besonderen Geschmack mixt Sebastian Lege noch etwas billige Dosenananas mit hinein. Jetzt fehlt noch der Stabilisator. Dafür nehmen wir Reismehl. Der warme Binder, dafür nehmen wir normale Speisestärke. Ein bisschen Currypulver für Geschmack und Farbe. Jetzt kommen technische Fragen ins Spiel. Die Füllung darf weder im kalten noch im warmen Zustand aus dem Hühnerfleischmantel auslaufen. Man muss also nicht nur Rezepte, Zutaten und Preise kennen, sondern auch die maschinelle Herstellung. Damit wir in unser Hühnchenpraliné auch die Füllung bekommen, haben wir hier unsere pfiffige Maschine. Linke Kartusche kommt das Fleisch, rechte Kartusche kommt die Füllung und hier unten wird es portionsweise immer wieder abgekniffen. Von Hand wäre das super kompliziert, aber die Maschine, die hat's drauf. Wichtig für die industrielle Massenproduktion, die Konsistenz der beiden Massen muss immer gleich sein. Bis das gewährleistet ist, muss der Produktentwickler notfalls noch weiter am Rezept tüfteln. Selbst im Fabrikalltag bedeutet das, immer wenn sich die Beschaffenheit der Rohstoffe wie Fleisch und Frischkäse verändert, müssen Produktionsprozesse angepasst werden. Eins wie das andere ist natürlich auch sehr wichtig in der Industrie, dass wir grammatorisch immer gleich sind, weil nur so können wir genau kalkulieren, um Produkte dementsprechend auch günstig in den Markt zu bringen. Jeder weitere Verarbeitungsschritt kostet Geld. Es lohnt sich nur, wenn das Produkt sich dadurch teurer verkaufen lässt. Lege experimentiert mit einer effektvollen Panade aus Reisnudeln. Jetzt müssen wir testen, ob der Trick mit den Reisnudeln überhaupt funktioniert. Deswegen habe ich mir ein kleines Sträußchen Nudeln hier gemacht, werde die jetzt ins heiße Öl tunken und hoffe, dass es danach ein kleiner Nudelstrauß wird. Macht viel her, kostet wenig. Eine Panade ist immer eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen. Ob bei Fischstäbchen, Schweineschnitzeln, Chicken Nuggets oder eben Sebastian Leges Neukreation, dem Hühnchenpraliné. Jetzt kommt noch die Serienproduktion. Unsere kleinen Hühnchenpralinés wandern jetzt in die Durchlauffritteuse. 2 Minuten und 30 Sekunden kommen die gefüllten Hühnerbällchen bei 200 Grad in die Durchlauffritteuse. Dann zeigt sich, ob Sebastian Leges Neuentwicklung industriell produzierbar ist. Das erste kommt schon. Und jetzt ist das eine richtig reelle Fließbandproduktion von Formfleisch, Hühnchenpralinés mit unserer Currycreme-Füllung. Mit Zutaten für weniger als 30 Cent stellt Produktentwickler Lege ein halbes Dutzend Hühnerbällchen her. Billig, aber hätten sie wirklich eine Chance, im Supermarktregal zu landen? Das hängt davon ab, was der Kunde bereit ist, für den knusprigen Snack zu bezahlen. Das Produkt würde ich jetzt im Supermarkt platzieren. So 6 Stück für 2,99 Euro. 3 Euro. Ein handelsüblicher Preis für eine exotisch angehauchte Hühnchenleckerei. Auch wenn die in Wirklichkeit dank Billigpanade und phosphatgestrecktem Fleisch gerade mal zur Hälfte aus Huhn besteht.
Aber nur so geht die Rechnung auf. Doch kann man als Verbraucher überhaupt erkennen, was wirklich drin steckt? Viele Hersteller machen es dem Kunden jedenfalls nicht leicht. Die ganze Wahrheit schreiben sie, wenn überhaupt, nur ins Kleingedruckte. Ökotest-Chefredakteur Jürgen Stelpflug prangert seit Jahren Produkte an, die mehr versprechen, als sie halten. Ein Klassiker unter den Schummelprodukten sind Chicken Nuggets. Da erinnert doch vieles an unsere selbstentwickelten Hühnerpralines. Diese Chicken Nuggets, die bestehen zum einen aus zerkleinertem Hähnchenfleisch. Das heißt, wenn man es übertrieben ausdrucken will, dann sind die Reste in der Fabrik zusammengekehrt worden, kleingemüllert und dann zu einem Chicken Nugget wieder zusammengefügt worden. Dazu kommt, hier ist 51% Hähnchenfleisch drin, mehr nicht. Der Rest ist Panade, der Rest sind Zusatzstoffe. Das heißt also, Hähnchenfleisch ist gerade mal so ganz knapp die Hauptzutat, der Rest sind billige Zusatzstoffe. Diese Pesto-Variation enthält die hochwertigen Zutaten des Originals nur in winzigen Mengen. Hart an der Grenze, aber erlaubt. Im Pesto Genovese sollte beispielsweise bestes Olivenöl drin sein. Da sollten Pinienkerne drin sein, da sollte Parmesan drin sein. Alles hochwertige und entsprechend teure Zutaten. Was finde ich hier? Hier finde ich als Hauptzutat Sonnenblumenöl statt gutem Olivenöl. Hier finde ich Cashewkerne und hier finde ich eine ganze Menge weitere Zusatzstoffe und Zutaten, die im Pesto Genovese überhaupt nichts verloren haben. Für Verbraucherschützer ein klarer Fall von Täuschung ist dieser vermeintliche Erdbeer-Rhabarber-Tee. Er enthält nämlich weder Erdbeere noch Rhabarber. Dieses Produkt besteht aus Hibiskus, Apfel, Hagebutte und eben Erdbeeraroma und Rhabarber-Sahne-Aroma. Das hat aber mit Erdbeeren und Rhabarber überhaupt nichts zu tun. Zwischen dem Einsatz cleverer Tricks für bezahlbare, leckere Produkte und der verbotenen Verbrauchertäuschung liegt ein weites Feld. Im knallharten Konkurrenzkampf auf dem Lebensmittelmarkt kommen offenbar viele Hersteller in Versuchung zu schummeln. Dabei kritisieren Verbraucherschützer, der gesetzliche Rahmen sei ohnehin schon viel zu industriefreundlich. Wie soll der Kunde da noch durchblicken? Guter Tipp, umso länger die Zutatenliste, umso geringer der Preis, umso minderwertiger auch das Produkt. Fazit? Wohl kaum eine Branche ist so einfallsreich wie die Lebensmittelindustrie. Und ihre Trickkiste ist groß. Mehr als ärgerlich, wenn Verbraucher durch Schummeleien hinters Licht geführt werden. Clever dagegen, wie es gelingt, die Haltbarkeit zu verlängern oder leckere und günstige Produkte zu kreieren, indem teure Zutaten durch billige ersetzt werden. Die Warenvielfalt, die günstigen Preise, davon jedenfalls profitieren wir Kunden Tag für Tag. Alles, was uns schmeckt. Billig und in schier unerschöpflichen Mengen. Bei manchen Snacks kann man sich kaum bremsen beim Essen. Chips sind das Paradebeispiel. Na, bekommen Sie auch gerade Appetit? Dahinter steckt Trick Nummer 1. Die geheime Fressformel. Stapelchips. Genialer Trick der Industrie, oder? Lecker, rund. Ein bisschen Kartoffel, tolle Gewürze. Fängt einmal an, man hört nicht mal auf. Was macht uns so gierig auf diesen kleinen, knackigen Snack? Schon im Design sind Stapelchips wahre Meisterwerke der Verführung. Anatomisch perfekt geformt, um Zunge und Gaumen zu schmeicheln. Alle genau gleich groß. Und zwar exakt so groß, wie es der Durchschnittsmund verlangt. Und noch etwas ist anders als bei normalen Kartoffelchips. Die Zutaten. Und jetzt meine ich zumindest,
zu wissen, was da reinkommt. Jedenfalls keine Kartoffelscheiben, sondern standardisierte Industrierohstoffe wie Reismehl, Stärke und, ja, Kartoffelflocken. Gefriergetrocknet. Das alles präferieren, was wir in den Chips von der Lebensmittelindustrie auch drin haben. 35% Fett, 55% Kohlenhydrate. Allein diese Nährstoffzusammensetzung ist im Laborexperiment verantwortlich dafür, dass die Tiere am liebsten Chips fressen. Der Geschmack spielt offenbar eine untergeordnete Rolle. Messungen im Computertomographen zeigen, dass der industrielle Idealmix im Rattengehirn ein wahres Feuerwerk auslöst. Und die Auswirkungen aufs Verhalten kann Dr. Hess genau beobachten. Sind Chips in der Nähe, handeln die Tiere wie ferngesteuert. Sie fressen ungehemmt, bis der letzte Krümel verputzt ist. Und wir kennen das letztendlich von uns auch. Wir stehen abends nach dem Abendessen auf, sind eigentlich gesättigt. Wir gehen an den Fernseher, wir öffnen die Tüte Chips, der Film ist aus und wie ein Wunder passiert es, dass die Chips-Tüte auch leer gefuttert ist. Ist die 35-55-Formel eine Geheimwaffe der Lebensmittelindustrie, um uns hemmungslos zu machen? Die Forscher wiederholten ihre Messungen mit menschlichen Probanden. Chips essen im Dienst der Wissenschaft und dann ab in die Röhre. Tatsächlich, auch beim Menschen lösen Chips unmittelbar. Die Lebensmittelindustrie. Tag für Tag macht sie das Unmögliche möglich. Sie backt Brot, das wochenlang frisch und luftig bleibt. Sie produziert mehr Erdbeerjoghurts, Erdbeereiscremes, Erdbeermarmeladen, als es überhaupt Erdbeeren auf der Welt gibt. Und sie verkauft Chips mit eingebautem Suchtfaktor. Und jetzt wird Geld verdient. Welcher geniale Trick steckt in der Apfelschorle? Pures Gold aus Äpfeln. Und was macht süße Cremes gleichzeitig luftig und haltbar? Wie man sehen kann, das ist hier keine saubere Angelegenheit. Dieser Mann weiß, wie es funktioniert. Sebastian Lege arbeitet als Produktentwickler für die Lebensmittelindustrie. Für ZDF Zeit nimmt er die beliebtesten Lebensmittel der Deutschen genauer unter die Lupe und verrät... Die Tricks der Lebensmittelindustrie. 25.000 Artikel hat ein großer Supermarkt im Sortiment. Tag für Tag, das ganze Jahr. Unabhängig von Witterung und Jahreszeiten liefert die Industrie tiefliche Kartoffelchip. Paprikapulver drauf und dann ab damit zur Qualitätskontrolle. Hören Sie, wie es kracht? Es hat funktioniert. Knusprig, rund, lecker. Man kann nicht mehr damit aufhören. Das Aroma, die anatomisch optimierte Form und das knusprige Krachen sind wichtige Gründe dafür, dass Chipsessen regelrecht süchtig macht. Aber der grundlegende, geheime Suchtfaktor liegt woanders. Wissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg sind genau dieser Frage nachgegangen. Eher durch Zufall stellten sie fest, auch Laborratten essen gerne Chips. Damit war der Forschergeist von Dr. Andreas Hess und seinen Kollegen geweckt. Die Wissenschaftler wollten wissen, erliegen auch die schlauen Ratten der Verführung durch Kartoffelchips? Dabei machten sie die entscheidende Entdeckung. Immer wenn Chips zu 35% aus Fett bestehen und zu 55% aus Kohlenhydraten, verfallen die Ratten in einen regelrechten Fressrausch. Wir haben herausgefunden, dass die Ratten genau die Mischung von Fett und Kohlenhydraten zu einem homogenen Teig vermengt. So ist es möglich, unabhängig von der Kartoffelernte, immer genau gleich schmeckende Chips herzustellen. Mehr noch. Durch die Zutaten im Teig können die Hersteller genau bestimmen, wie braun, wie knusprig, wie aromatisch das Produkt wird. Und ihm, wie hier mit einem maßgeschneiderten Werkzeug, die perfekte Form geben. Wie man sehen kann, unser Stapelchip hat so ungefähr schon die Form, aber es fehlt ja noch diese
kleinen charmanten Flügelchen, die sich so richtig schön um unsere Zunge legen. Dafür habe ich eine pfiffige Form gebastelt. Blubber, blubber, blubber. Ich hoffe mal, das ganze Wasser, was wir in den Teig eingearbeitet haben, wird jetzt rausgebacken und unser Stapelchip wird so richtig schön kross. Kross heißt krachig. Produktentwickler wissen, wie sehr das Geräusch zum Genuss beiträgt. Da haben Chips-Kunden klare Vorstellungen. Und? Kracht Leges Teigpressling wie ein richtiger Kartoffelchip? Die Spannung steigt. Und na bitte, in der Frittierform steckt ein gut gebräunter Apfel.